in der letzten Episode. Was ist das? Ach, das ist eine Dusche. Ah, kann man die benutzen. Hervorragend. Ist das nicht schön? Oh, mit Kleidung. So pitchnass. Ah ja, es gibt nur eine Temperatur. Na ja, gut. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Alien Isolation. Wir sind in der Folge 2 und sind gerade auf der Sevastopol angekommen. Ja, wir haben immer noch unseren Anzug. Finde Hilfe. Ah ja, sehr schön. Ah ja, hier können wir uns wahrscheinlich ausziehen. Sehr schön. So. Jetzt haben wir wenigstens dieses komische Geatmen nicht mehr. Naja, gibt nur einen Weg. Wo ist das dunkel? Naja. Sehr schön. Was? Use Registration Points Manual Safe. Ja, okay. Gibt es hier eine Karte? Nein, aber es gibt zumindest was zum Speichern. Notfall, haha. Ja, machen wir doch mal. Okay. Tja. Ach, mit Tab kommt man auf eine Karte. Ich habe gerade mal die Taste probiert. Was ist das? Aha. Das sind alle Logs, okay. Was ist das? Keine Ahnung. Personal Log. So viele Fragezeichen, oh je. Ah ja, gut, hier sind wir reingekommen, jetzt sind wir hier. Also wirklich viel zu sehen ist nicht. Man kann rein und rauszoomen, das ist schon mal gut. Move Keys, genau. Mit kann man es wegen 10er Tastatur, naja, dann nehme ich lieber das Mausrad. Ach, mit R kommen wir dann... Kann man durch verschiedene Security, Freight Shipping, aha. Mit E bekommt man die Legende. Ah ja, interessant. Save Points haben eine Diskette. Security Access Points Area Exit Cutting Point. Wie Cutting Point. Okay. Gut. Sehr schön mit Tab. Ah ja, gut. Was ist das? Collect Bonding Agent. Haha. Find Blueprints to help you craft items from the components you collect. Ah ja, es gibt also auch Crafting. Das ist ja schon praktisch. Das heißt, man muss jetzt nach Items gucken und nach Blaupausen letzten Endes. Gut, das heißt, wie ein klassisches RPG, alles durchsuchen. Warte mal, das ist natürlich die Frage. Tab war die Karte, genau. Okay, wir gucken mal, was uns das anzeigt, wenn wir hier hingehen. Okay. Naja, das scheint in beides in die ähnliche Richtung zu gehen, alles klar. Ja, er macht nicht sehr vertrauenserweckenden Eindruck, wenn er schon... Was? Na, ist ja wunderschön. Die Stabilität ist nicht gewährt. Achso, jetzt mal hier. Ah ja, interessant. Okay, das heißt auf der Karte... genau, haben wir jetzt den Durchgang. Okay, na gut. Ist so ein bisschen Orientierungs... okay. C-Crouch ist natürlich auch wieder so ein Träumchen. Das hat man schon mal irgendwo. Ha, kann man irgendwie... Was ist das denn? Das ist die Q-Taste, okay. Keine Ahnung. Aha. Ich guck nach Sachen, die man halt auflesen kann. Und nach Blaupausen. Oh oh. Wieso stinkt das? Okay, ich denke, da kommen wir nicht weiter. Mhm. Was? Ah, da kommt mal rein. Ah, ist ja praktisch. Das ist aber nichts für Klaustrophobiker, alter Schwede. Gott sei Dank ist es ja hell. Ja. Das ist ja wunderschön. Okay, da ist rot, da ist nichts. Gut. Hm. Da geht's dann wieder raus. Das ist auch mit E. Ne, man geht einfach durch. Ah ja, jetzt sind wir genau auf der anderen Seite. Tja. Ist ja schön, dass wir hier alles umdrehen können. Irgendwas zum Aufsammeln. Nix. Okay. Ah ja, nichts. Space Flight Control. Das funktioniert nicht. Aha. Gucken wir nochmal auf die Karte.
Okay, wir sind jetzt durch diesen Kanal gegangen, alles klar. Was hier? Noch ein Rechner zum Ex-Hessen. Sevastolink. Ein LM-Link-Produkt. Folder Corruptor, ha? Interessant. Decommissioning. Wie war das? E-Select. Sehr wunderschön. The whispers about Sevastopol by now and I can't come with Sophia. The password is being decommissioned. Okay, die wird voll auseinandergebaut. Okay. Dann haben wir noch ein korruptes Folder. Naja, interessant. Okay. Das heißt, deswegen sieht das hier so aus, wie es aussieht. Was? Aha. Blasting Cap. Können wir da was Sprengbares bauen? Ist ja interessant. Warte mal, mit Q kam man doch schon hier hin. Aber das, keine Ahnung, was das ist. Okay. Ja, oh. Das ist ja wunderschön. Ah, wir haben ein bisschen Leben verloren. Auf den Fall. Super. God damn. Da sind wir durchgefallen. Naja, ist ja interessant. Okay, wo sind wir jetzt? Was? Das ist also ein logischer Anschluss an diese Karte. Naja, gut, von mir aus. Eine Flare. Was ist das? Hold Q to open the radio. Ach, das ist. Ah, okay. Und mit der Maus kann man das dann auswählen. Okay, wir haben eine Flare, das ist alles. Aha. Ja, das muss so. Ziemlich dunkel, alter Schwede. Ich überlege halt, ob ich es. Nee, wir aktivieren das jetzt nicht. Ob ich nicht sogar noch ein bisschen. Ach, wir sind. Das sind die Frachtbänder, ja. Wie, du bist wieder aufgestanden? Nee. Okay. Ist nur ein Frachtbehälter. Naja. Okay, wo kommt man dann dahin, wenn man da weiterläuft? Ja, das wäre natürlich schon noch interessant herauszufinden. Aber man kann tatsächlich rennen. Das ist ja praktisch. Gut, dann probieren wir das nochmal hier. Weil vielleicht ist ja hier irgendwas, was man looten kann. Ich nehme an, dass es mit der Leiter aufwärts geht. Ist hier nicht eingezeichnet, weil da ist ja eine Leiter. Da kommt ja auch ein Licht her. Das sieht ja so aus, als könnte man da durch. Aber nicht, wenn man neugierig ist. Da vorne ist was Grünes. Guck mal da hoch. Wunderschön. Ach, guck mal. Mit E kann man das nehmen, mit R kann man alles nehmen. Ja, dann nehmen wir doch einfach alles. Schön, dass sie da auch eine Taste gemacht haben. Was ist das? Ein SCJ-Injektor. Aha. Interessant. Na, hat sich ja der Gang gelohnt. Okay, also hier werden dann Koffer transportiert. Das ist aber schon relativ... wie die sich da vorne alle sammeln. Ja, es sieht total sicher aus. Es ist auch schön, dass sie selber in die Hocke geht. Sehr gut. Was ist das da oben? Die kann man noch absenken, echt? Ach so, da ist diese Rampe. Okay, alles klar. Aber ist ja praktisch. Müssen wir nicht noch den Umweg gehen. Geo. Was? Geo Fund Investor. Aha. Naja. Wenn man Geld hat, kann man sich ja drüber überlegen, ob man was investieren will, aber... Wenn nicht, dann ist das nicht wirklich ein valides Angebot. So, sind wir jetzt wieder oben. Ah, guck mal. Noch mehr Scrap. Ah ja, okay, viel geht über die E-Taste. Klingt, als wäre der Akku bald leer. Ja, das war immer so cool bei den Kassetten früher. Ach, guck mal, da liegt noch was. Kann man da was basteln? Nö. Das ist nur ein Inventar. Okay. Wenn die Batterie leer ging, dann wurden sie mal langsamer. Oh. Ah ja. Hello? Anyone here? Hast du das jetzt gerade zu dir selber gesagt? Na, ist ja gut. Das funktioniert nicht. Das ist rot. Das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
Restore Power. Ach so. Da wahrscheinlich auch nicht. Passcode required. Haben wir einen? Nö. Offensichtlich nicht. Okay, und das ist die Station. Jetzt müssen wir natürlich wissen, in welchem Verhältnis das ist, aber... wird ja wahrscheinlich nicht gerade 1 zu 3 sein. Dass sich alles mal bewegt, wenn man da in der Nähe ist. Oh. Wenn es schon so britzelt, ist das wahrscheinlich nicht so praktisch. Okay. Gut, was haben wir hier? Irgendwas zu mitnehmen. Anscheinend nicht. Was ist das? Huch, das war hell. Was? Ach, hier kann man die Karte sich aktualisieren. Und dann macht es gleich aus. Das ist ja praktisch. Das war jetzt hier schon ein bisschen hell. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Okay. Moment. Wie war die Legende mit E? Locked. Okay, alles klar. Das heißt einfach nur locked. Da ist eine Leiter. Passagier-Lounge. Ah, das ist ja interessant. Das hier. Ah, hier kann man nochmal speichern. Warte mal. Soll das erst davor oder danach machen? Ich glaube, davor ist wahrscheinlich besser. Huch. Da ist sie dann ganz schnell mit dem Gucken, wenn sie da dran steht. Na gut. Ja, jetzt ist das locked. Und sonst haben wir hier nichts. Low Power. Naja. Gut. Und das ist wahrscheinlich ein 2000 KJVS Generator. Ach, das muss man mehrmals machen. Das ist ja gut. Das dann nicht. Okay. Und jetzt? Hm? Ja, dann greifen wir mal darauf zu. Langley, if you're looking for a stash, I've moved it. You left it right out in the open where anyone could have taken it. Yeah, Jesus, do you know what I had to do? Ah, da ist ein Code, das ist ja schon mal praktisch. Dann gehen wir mal nach unten in den nächsten. Ne, das ist was mit... Ach je. Goodbye vom Sieksen. Ehrlich, echt? Public Knowledge Decommission. Okay. Okay, gut. Das ist halt... Ja, das ist halt... Im Prinzip dir dicht machen. Ein Audio-Log. Aha. Wie kann man das abspielen? Harris, Turner, get back here now. We have a track somewhere in engineering. Lock the terminal down, kill the power and don't forget your reports. Make them thorough. We're gonna need our paperwork to be bulletproof when this shit's over. Wait's up. Aha. Interessant. Was ist mit Utility? Power Junction Departures. Restore Power to Departures, ja? Hallo? Okay. Okay. Ah, nein, ich sehe mal ein bisschen Licht. Uh-oh. Ist jetzt ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen, wenn da Leute unterwegs sind? Da vorne ist leider immer noch rot. Aber wir haben ja den Passcode. Da waren die da drin eingesperrt? Da können sie ja froh sein, dass wir hier waren. Ah ja. Ja, und welcher war das jetzt? Das muss man sich dann merken. Sehr gut. Naja, sehr schön. Es funktioniert auch mit dem Ziffernblock. Das ist ja schon mal praktisch. Sonst irgendwas Interessantes? Ein Haufen Scrap halt. Ein Medikit. Das ist ja cool. Use Q to access a crafting menu. Und wie kann man das dann? Press linke Maustaste. Ach Gott. Naja, gut. Compound B fehlt uns. Ah ja, okay. Finden wir die hier noch? Ja, das heißt, wir erleiden auch Schaden. Na ja, gut. Noch mehr Scrap. Das ist ja hoi. Schon ziemlich viel. Okay, Moment. Da ist ja noch was, was grün leuchtet. Dann nehmen wir das auch noch mit. Noch eine Flare. Da haben wir ja schon zwei. Gibt es eigentlich Maximum Inventar? Wir haben schon drei Flares. Echt? Wo haben wir die zweite her? Das ist ja interessant. Da ist Komponente B. Und ein Charge Pack. Aha. Fehlt uns wahrscheinlich dann die blaue Pause. Das heißt, wir können uns jetzt ein Medikit bauen. Okay. Ach so, ah ja, okay. Click here to craft the item.
Achso, ich muss... Ah, okay, alles klar. Aha. 65 Scrap, 10 Scrap plus... Medikament can be used. Ach, das kostet dann auch noch Scrap, ernsthaft? Moment. Tatsache. Okay, alles klar. Jetzt habe ich es kapiert. Sehr schön. Gut, dann sind wir hier unten ja tatsächlich fertig. Ich würde aber tatsächlich nochmal speichern. Ja, sicher ist sicher. Ich weiß ja nicht, wie weit die verstreut sind. Wir können mal auf die Karte schauen. Ja, das geht hier halt noch weiter. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, also es sieht wohl so aus, als würden Dinge nur eingezeichnet, wenn man sie sieht. Und von daher, ja. Machen wir das einfach so. Gut. Wölfe werden ja hier nicht gerade sein. Wahrscheinlich eher Aliens. Und ob das sich von der Flair beeindrucken lässt, das wage ich doch stark zu bezweifeln. Huch. Das Licht ist aber auch nicht sehr stabil. Die Station macht keinen sehr sicheren Eindruck. Oh oh. Naja, sehr schön. Super, ich habe mich erschreckt. Hervorragend. Ja, aber sonst kann man ja nicht durch. Oder da durch. Nö. Also man musste tatsächlich da Schaden nehmen. Das ist ja wunderschön. Naja, aber dafür gibt es hier gleich noch mehr Sachen zum Aufsammeln. Ein bisschen Petersilie. Oregano. Ja. Was ist das? Dreck. Na gut. Ein Schutzpolster. Ach, guck mal. What the hell happened here? Das ist ja cool. Boah, geil. So, Station macht natürlich schon einen Haufen Laune. Wenn man nicht auf Aliens trifft hier. So, ich guck mal auf die Karte. Das war noch nichts Neues, okay? Wie die kommen. Was sind denn das für Tastaturen? Haha. Baggage Claim. Fast Cash. Und da. Door ist. Ja. Was? Ein Iron Torch. Ha. Xing Zang. Boah, ja, Chinesisch ist immer geiles Essen, muss man ja schon sagen. Also generell auch als Thailändisch oder Vietnamesisch. Ist immer der Hammer. Japanisch. Ah ja. Wo kam das her? Ist das hier so eine Säule gewesen? Nö. Naja. Was auch immer. Da vorne blinkt was. Das für uns relevant ist, werden wir gleich sehen. Nö. Okay. Gut. Was steht denn da? Brauchen wir da auch diesen Iron Torch? Ah ja, okay. Das heißt, wir sollten Augen aufhalten, dass wir einen, ja, einen Iron Torch finden. Okay, ich nehme an, dass sie da nicht durch will. Ja, natürlich. Komme ich auf diese komische Idee. Dann gehen wir halt oben lang. Wenn der Weg so sehr versperrt ist. Sevastopol Space Flight Terminal. Aha. Strangers will be hot. Shot. Wahrscheinlich hieß es erst hot und dann... Oh, Fremde sind heiß. Ach, guck mal. Abgefahren. Ach, das ist die Torrens. Das ist ja doch nicht ganz klein. Das ist ja ziemlich hell. Ja, ja, die wird uns auf jeden Fall sehen. Contact the Torrens. Na toll. Ja, aber echt, hey. Ja, wunderschön. Oh oh. Oh oh. Was schreien gehört. Na, hervorragend. Da hinten ist was Grünes, aber da kommen wir nicht durch. Oh oh. Hm. Ja, ein Speicherpunkt wäre praktisch. Und damit kannst du dann raus. Wäre es nicht sinnvoller, das weiter vorne zu platzieren? Hm.
Okay, keep out. CPFS, was? Colonial Personal Freight Service. Ah ja. Da vorne ist auch rot. Es blitzelt und britzelt. Tja, was da stand was? Restore Power. Ja, hier anscheinend nicht. Das sind ja also nur Videodinger. Und da brauchen wir wahrscheinlich wieder diesen Iron Torch. Ne, das geht gar nicht, okay. Was? Crad Op Amusements. Ah, jetzt wird es lustig. Noch eine Flare. Bisher haben wir die ja noch nicht wirklich viel verwendet. Ist ja witzig. Ah, und da kann man dann den Strom wieder generieren. Moment, wir gucken erstmal durch. Aber einen Save-Punkt habe ich jetzt nicht, den Speicherpunkt habe ich jetzt nicht gesehen. Naja, gut. Oh oh. Sehr schön. Was steht denn da? Accent Report. Naja, gut. Okay. Ach, guck mal. Channel Search. Okay. Ist ja witzig. Na, wunderschön. Hallo? Jemand hier? Da ist ein Speicherpunkt. Moment. Huch. Aha, da kommen wir dann weiter. After numerous demands, Marshal Waits finally called a public meeting to address the rumors that have been circulating on Sevastopol. But instead of the answers we wanted, he continued to be evasive, and after only a few minutes, he and his team were pelted by projectiles from an angry crowd. A gun was fired, there was panic, and now Waits and what's left of his team are forcibly ejecting us from the terminal. Feels like we're on our own now. Ja, sieht wohl so aus. Na super. Also der Marshal, der räumt hier auch auf. Ja, interessant. Sekunde, wir gucken mal hier drauf. So, I'm sorry, but I won't need you to come in next week, okay? I've been in trouble for some time now and I couldn't hold off the creditors. Okay, so das ist wohl, ja, Harper. Das Ende von Sevastopol. To all space flight terminals. To employees. Aha. In the interest of public safety and the prevention of panic, it must be made clear to all potential passengers that there are currently no scheduled flights leaving. Okay. Noch keine Schiffe da, okay. Investigating problems on station will update accordingly from the office of Marshal Waits. Ach nee, Moment. Nee, wie war das? Select und dann runter, okay. Was ist Apollo? Apollo ist das zentrale AI, das überwacht im Royal Guidance to Seeks and Working Joes. Working Joes? Ich kenne nur Angry Joe. Na gut. Hervorragend. Gibt es also tatsächlich Working Joes? Ja. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir da unten rein. Ja. Okay, wir haben also schon was kreischen gehört. Und wir sehen hier auch jede Menge herumrennende Leute. Hm? Juhu. Ja, warum ich das spiele? Ich habe keine Ahnung. Ich mag halt die Alien-Filme. Na gut, okay. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.